Grüße und herzlich willkommen, mein lieber Schütze, zu deiner April-Energie 2022. Nehmen wir dich mal daher. Lass du mal weg. So, das hier ist deine, hoppala, ja, dann kommt man da hin. Deine Hauptenergie, die legen wir jetzt hier drauf. Jetzt weiß ich jetzt nicht, ob du das siehst. Muss ich wieder aufstehen? Ja, siehst du. Gut. So, wir gucken. Dein Monat ist ein Monat der Gedanken und der Überlegungen. Okay. Aber im Bewusstsein. Also nicht so Gedankentagträume oder so, aber im Bewusstsein. Und da wirst du feststellen, dass du lange Zeit oder auch immer schon Verknüpfungen mit Emotionen hattest. Dass du über etwas nachdenkst, du dann auf einmal ein bestimmtes Gefühl dazu bekommst. Genau, von schönen Zeiten. Und dass sich das ganze offizielle Narrativ entwickelt hat. So wie du willst, weiß ich nicht. Du hast Erwartungen, die du an deinen Gedanken knüpfst. An deinen Vater, von deinem Vater, mit deinem Vater. Lass mal das mal so stehen. Und der Vergangenheit. Also, du denkst hier sehr viel im April, lieber Schütze. Und dir wird die Vergangenheit bewusst. Deine Emotionen, was du lange Zeit erlebt hast, getan hast, was deine Familie macht oder nicht gemacht hat. An all das. Und du merkst, dass du all das vernachlässigt hast. Also auf irgendeine Art und Weise hast du deine Familie vernachlässigt und da möchtest du jetzt einen Neuanfang. Angefangen beim Vater oder Mutter oder Bruder oder Onkel. Das ist bei so einer Kartenlegung mal irgendeine erwachsene, ältere Person, also älter wie du bist. Und du siehst hier eine Entwicklung von deiner Familie, die dir vielleicht nicht ganz so gefällt und vor allem, die du vielleicht ein wenig vernachlässigt hast. Du, aha, hier geht es auch um die Ahnen, lieber Schütze, wenn du da Zugang zu hast, dann geht es hier auch um die Ahnen der Familie. Kann jetzt ganz profan sein, dass du einen Familienstammbaum magst oder im Internet recherchierst, weil dein Großvater war oder so weiter. Das alleine könnte es sein. Es kann aber auch sein, dass du dich intensiv mit deiner Familiengeschichte beschäftigst. Und zwar deine größere. Das Kollektiv ist eine größere Vergangenheit und der Vater, Familie, also beschäftigst du dich damit. Denn du kriegst hier Meldungen oder irgendwas, bringt dich dazu, das zu tun. Irgendwas, was du liest, hörst oder siehst, man weiß es nicht. Und jetzt müssen wir gucken, das ist immer noch die Familie. Und hier ist eine Gruppe von Menschen. Ah, da hast du, durch das, dass du dich aufregst, dass du da irgendwas vernachlässigt hast, was die Familie betrifft, die weiteste Familie, musst du selber wissen, ist die Abmachung oder den Vertrag oder sonst irgendwas mit irgendeiner Gruppe von Menschen vorbei, weil du merkst, durch das, was du da getan hast, was jetzt nicht negativ sein muss, aber du hast dadurch deine Familie vernachlässigt oder was du da hier findest, weiß ich nicht genau. Hier ist eine Entscheidung und das ist ein Geschenk und dein Partner, den du wieder mehr Leidenschaft entgegenbringst. Wie von Zauberhand, das ist lustig. Der männliche Aspekt. Aha, okay. Also, es tut sich was in dir, wodurch du dich wieder mehr zu deiner Familie wendest und eigentlich auch nicht nur der kleinen Familie, sondern auch der großen Familie, also Bruder, Schwester, Onkel und was weiß ich. Du triffst eine Entscheidung, du siehst neue Wege, triffst eine Entscheidung und findest es auch gut, das heißt, du machst es freiwillig und gehst hier einen neuen Weg und zwar in Bezug der Familie. Und das, was die Gruppe Menschen vorher war, entfernt sich von dir immer mehr. Und hier ist ein Neuanfang, sodass das alte Abmachung vorbei ist. Und das kann jetzt zum Beispiel auch sein, dass du, keine Ahnung, du bist jetzt 25 und hast da Glück gehabt,
wo du getanzt, gelacht und was weiß ich was, dich dein Leben genossen hast. Jetzt hast du einen festen Partner auf einmal und gründest eine Familie, möglich. Dann ist dieses Lotterleben, in Anführungszeichen, ohne es böse zu meinen, hier vorbei. Also sowas oder ähnliches ist das hier. Das Ganze macht dir ein bisschen Angst und Stress, ja, wegen dem Geld, aber die Liebe hat dich gefangen. Aber irgendwas ist in Gefahr. Jetzt muss ich mal deine Hauptenergie machen. Glück. Also, du empfindest im April sehr viel Glück bei allem, was du tust. Ob es dir gut oder schlecht geht, vollkommen egal. Und du überlegst eben hier, das könnte wirklich eine Familiengründung sein, lieber Schütze. Dass jetzt dein Partner, deine Partnerin ein Baby erwartet oder ihr drüber sprecht oder so. Und da kommt die Familie wieder in den zentralen Mittelpunkt. Gleichzeitig machst du dir dann natürlich hier Stress ums Geld. In dieser Zeit ist überhaupt kein Wunder, da brauche ich auch keine Hellseherin sein, um das zu wissen, dass du dir Stress ums Geld machst, ist ganz klar. Aber die Zauberin und Leidenschaft, das ist Verliebtsein, das ist auf rosaroten Wolken schweben und so weiter. Und du gehst und folgst deinen Gefühlen. Anders kann ich es gar nicht sagen. Ganz bewusst folgst du deinen Gefühlen. Und darum überlegst du auch. Also das hat viel mit Familie zu tun bei dir. Diese Krankheitsgefahr ist mir noch nicht ganz klar. Warum du da eine Krankheit siehst? Wo liegt denn die? Ah, im Geld liegt die jetzt. Klar. Aha, jetzt. Okay. Durch das, dass die Welt momentan krank ist und alles sich immer noch um den Zähblödsinn handelt und das auch ausgelöst wurde dadurch, ist natürlich hier eine Gefahr mit dem Geld, mit dem du dich stresst. Das ist das Einzige, wo du wirklich Stress hast, liebe Schütze, wo lege ich dich denn da hinterher, ist, weil du hast hier eine neue Planung, denkst drüber nach, denkst über deine Vergangenheit nach und auch über deinen Vater oder was dein Vater verkehrt gemacht hat in der Erziehung. Dir wird bewusst und darum denkst du auch drüber nach. Also hier kann leicht sein, dass ihr miteinander sprecht und ein Baby wollt und euch deswegen Gedanken über die Vergangenheit macht, weil hier ist nämlich sehr viel Vergangenheit drin, über die man nachdenkt. Was andere getan hat, was Deutschland getan hat, was die Welt gemacht hat, also hier ist ganz viel Nachdenken drin und vor allem auch, wie kann ich es besser machen, wie kann ich meine Wege gehen, welche Entscheidung treffe ich, und du triffst Entscheidungen, auch wenn du Angst hast, auch wenn du Angst hat. Also das ist das, was das große Kartenbild im April zu dir sagt. Um das wird sich drehen. Und es wird aber alles mit Glück begleitet sein. In der Arbeit siehst du eine Gefahr, ist ganz klar. Wegen Krankheit. Du denkst darüber nach, wie sich es entwickelt, wie die Energien und wie es weitergeht. Ist ganz klar, da siehst du eine Gefahr. Die muss nicht sein, du siehst jetzt erstmal. Finanzielle Sachen machen dich krank, sind krank, das ist dir bewusst. Und du hast Angst, was offiziell noch alles kommt, dass das gut oder schlecht wird. Du liebst Geld. Du hast hier auch die Zauberin und die Leidenschaft an Geld. Du hast zwar Stress damit, aber ich, in dem Fall, wo da die Zauberin liegt, heißt, das wird gut, du kriegst das hin. Also die Zauberin gibt immer Möglichkeiten. Das ist sehr gut. Auch hier Liebe gilt, ist ganz gut, auch wenn du dir Stress machst. Dann haben wir deine große Familie, also wieder Bruder, Schwester, Onkel, Tante. Da ist Angst, ja, was wird, offizielle Sachen wieder, was wird. Und man ist sich der Krankheit, der Welt, des Deutschlands oder des C-Blödsinns bewusst. Also, und deswegen hat man auch Angst und Stress. Du selber bist voller Energie, hast den Stress zwar auch, aber trotzdem bist du sehr positiv, weil dein April auch vom Gefühl her sehr positiv ist, bist voller Energien und siehst neue Wege und willst sie auch als Geschenk ergreifen. Also, das finde ich sehr schön. Dann haben wir, du selber, naja, dein Partner. Hier, dein Partner liegt auf Gefühl. Das heißt, hast du einen Partner, er liebt dich. Ganz ehrlich, er liebt dich. Er sieht zwar hier auch Gefahren,
ist vielleicht ein bisschen eifersüchtig oder hat Angst, dass alles nicht mehr so wird, wie es ist oder bla bla. Aber er liebt dich, also er mag dich gern. Hast du, machen wir anders. In der Liebe liegt dein Partner. Und dieses Gefühl ist eben alles, das ist negativ wie positiv, das ist die gesamten Gefühle. Darum ist es, wie soll ich sagen, energievoller wie nur Liebe. Aber sagt eben aus, du hast hier, siehst du eine Gefahr, aber es muss gar nicht so weit kommen. Aber durch die Zauberin und den männlichen Aspekt geht es voran, also liebst du auch. Und hier ist dein Partner. Solltest du keinen Partner haben, der liegt hier, der ist irgendwo in deinem Umfeld. Wo kannst du den denn finden? Ja, du findest ihn dort, wo du etwas tun musst, wo du nicht Zuschauer bist, aber sondern selber etwas tust. Und zwar, irgendetwas Neues, da geben sich neue Wege draus. Also, das ist jetzt, entweder du dein Partner, wenn du keinen hast, dann suche ihn dort, wo du neu hinkommst. So sage ich jetzt mal. Aber der wartet schon, der ist eigentlich schon da mit sehr viel Leidenschaft und Hingabe. Also hier sehr viel Liebe und Leidenschaft drin. Und die Leidenschaft wird positiv bestrahlt, bis auf Stress mit dem Geld. Aber ansonsten ist die sehr gut und darum auch das Glück. Also das ist ein toller, explosiver Monat. Schön. Hast du Tiere, hast du auf irgendeine Art einen Neuanfang, denn auch die hast du vernachlässigt, wie auch immer, aber das entwickelt sich sehr schön. Du findest auch neue Wege für die Tiere. Solltest du keins haben und eins wollen, ist es auch ein sehr guter Moment, denn die helfen dir bei deiner Entwicklung und erfüllen wahrscheinlich auch die Erwartung, die du an ihnen stellst in Sachen Gefühl, dass sie dir irgendwie ein Gefühl geben. Deine kleine Familie, also wenn du hast Kinder, also mit denen du wohnst praktisch, verspricht hier lange Zeit, also die bleibt dir auch, die Familie bleibt dir, das bleibt Bestand. Aber auch viel Aufregung durch Emotionen, die aber dir jetzt da bewusst werden, dass da in der Familie viel Emotionen, viel Verknüpfungen sind. Und Emotionen sind ja spiegeln nie das Jetzt wieder, sondern immer die Vergangenheit. Und wenn man das mal erkannt hat, kann man diese ungewollten Emotionen auflösen und man kann schauen, was passiert im Jetzt ohne diese Emotionen. Also wenn jetzt mein Kind zum, was man sieht, 100. Mal nicht das Zimmer aufgeräumt hat, wenn ich diese Emotion, die ich jedes Mal erfahre, mal abbaue und neu anfange, und dann kann ich anders hinsehen, warum räumt sie denn das Zimmer nicht auf? Was haben wir da für ein Problem? Wenn du in der Emotion bleibst, die dich andauernd ärgert, wirst du nicht hinschauen, warum. Darum, auflösen und dann kannst du anders hinsehen. Die Vergangenheit besser analysieren. Das wird dir eben hier bewusst. Das ist jetzt, wird auch in der kleinen Familie bewusst. Die dir aber lange Zeit bleibt mit Leidenschaft. Also das hier ist eine richtig schöne Konstellation. Ich sage ja, wenn du jetzt noch nicht gar nicht verheiratet bist, keine Kinder hast, ist hier aber auch eine Heirat möglich. Also auf jeden Fall für alle Schützen ein Liebesmonat. Es ist also voller einen leidenschaftlicher Monat. Also voller ein, ja, wo liegt denn die Leidenschaft drauf? Schauen wir mal schnell. Aufs Leben, ja, die liegt auf dem Leben und die bleibt, also du lebst leidenschaftlich, du liebst leidenschaftlich in dem Monat, voller Glück und voller Gefühl, anders kann ich gar nichts sagen. So, die Vergangenheit kommt, wird dir plötzlich bewusst, und darum fängst du auch an, darüber nachzudenken und wirst so einige Erkenntnisse haben, die man dann verarbeiten muss. Aber du bist so in einer hochschwingenden Monat, dass du die auch verarbeiten kannst, weil du die Möglichkeit hast, anders hinzusehen wie in der Vergangenheit. Und das ist gut. Dann haben wir hier noch deinen Vater. Der liegt auf dem Fuchs, also auch auf, man denkt darüber nach, was hat der Vater verkehrt gemacht oder die Mutter oder bei meiner Erziehung, was will ich jetzt anders machen oder was hat mir mein Vater erzählt, stimmt das noch, ist das jetzt Vergangenheit oder ist das heute noch richtig, du hinterfragst hier viel, was eben, der Vater symbolisiert da die Familie, kann auch Mutter oder Tante sein, weißt du, was ich meine. Wenn ich diesen Vater mal aus spiritueller Sicht sehe und ihn sehe als Vater im Himmel oder wie immer du es nennen magst,
dann hilft dir dein Glaube, ein wenig auf die Sprünge, die Vergangenheit anzusehen. Es kommt immer darauf an, wie du gelagert bist, wenn du ein religiöser Mensch bist, welche Konfession auch immer, wie du auch immer glaubst, nimm deinen Vater, deine Quelle zu Rate, sie hilft dir da klar zu sehen. Gut, ja, also lieber Schütze, das ist ein leidenschaftlicher Glücksmonat. In diesem Sinne, hau die Ehre!